bin mit meiner Frau zusammengezogen, die hat in Friedrichshain gelebt und wir haben ganz dringend und ganz intensiv eine barrierefreie Wohnung gesucht. In Berlin eine barrierefreie Wohnung zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Die Idee, was zu suchen und sowas zu entdecken, ging eigentlich letztendlich über das Internet, dass wir über die HOVOG im Netz dieses Bauprojekt entdeckt haben. Und von daher war das für uns super, weil wir konnten uns da anmelden und wurden dann auch zur Besichtigung eingeladen und haben dann voller Spannung darauf gewartet, dass wir einen Bescheid kriegen, weil wir uns dann für diese Wohnung, in der wir jetzt leben, beworben haben. Und ausschlaggebend war wirklich, die war uns vom Schnitt her, von der Größe her und dass wir eine Tiefgarage haben für unsere Autos, war das hervorragend. Also wir wollten die Wohnung unbedingt. Und was so richtig vorteilhaft ist, ist wirklich, mein Arbeitsplatz ist quasi in Mitte oder ja, fast in Mitte und ich fahre mit dem Auto, brauche ich 15 Minuten, das ist sehr schön. Die öffentlichen Verkehrsmittel kann ich nicht benutzen, ist zu umständlich mit dem Rollstuhl und da ist für uns beide, für meine Frau und für mich der PKW wichtig, also ohne den geht es gar nicht. Und das ist halt mit der Tiefgarage, die wir haben und mit dem Stellplatz wunderbar. Also drei Dinge, die mir spontan einfallen, die ich hier ziemlich gut finde, ist, dass wir immer noch im Zentrum sind, obwohl wir in Lichtenberg in einem S-Bahn-Ring sind. Das sind nur ein paar Meter hier. Der Kontakt mit der HOVOG, mit dem Hausmeister, mit dem Havariedienst, mit dem Notdienst funktioniert eigentlich gut. Also ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen. Was mir noch spontan einfällt, ist genau dieser Rathauspark hier. Ein Stückchen weiter ist ja die Parkaue, auch noch ein bisschen größerer Park. Das genießen wir sehr und das sind wir auch viel, wenn das Wetter zulässt und gehen hier spazieren oder mit dem Rollstuhl rumrollen. Das ist sehr gut.